Und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist wieder dran und du mit einem neuen Demo-Let's Play. Und zwar heute zu der Teaser-Demo Stifled. Ich denke, dass man so ausspricht. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. So gut ist mein Englisch leider auch nicht. Jedoch gibt es drei Gründe, warum ich jetzt dieses Spiel spiele, diese Demo spiele. Und zwar, erster Grund, meine Stimme ist ein bisschen kratzig, keine Ahnung warum. Und bei diesem Spiel, das ist der zweite Grund, kommt es darauf an, dass man eher leise spricht. Drittens, ich nehme das hier eher zu später Stunde auf und ich möchte meine Eltern nicht stören. Zu dem zweiten Grund. Bei diesem Spiel, ihr seht es schon hier im Menüscreen, wir werden mit Echolot arbeiten müssen. Wir werden sonst nicht in der Lage sein, etwas zu sehen. Man kann im Spiel Schallwellen verursachen, die werden zurückgeprallt und wir sehen die Umgebung. Gleichzeitig kann man aber auch mit seinem Mikrofon spielen. Das heißt, wenn ich jetzt etwas ins Mikrofon dann spreche, werden Schallwellen ausgesendet. Ob ich nun leise oder laut bin, kann mir helfen oder meinen Untergang bedeuten, weil die Gegner können mich natürlich dann auch hören, wenn ich etwas sage. Ich habe die Mic Calibration nochmal, ich habe sie gemacht, aber ich zeige es euch gerne nochmal. Also, es wird auf drei Stufen. Erstmal, mein Mikrofon ist eingeschaltet. Pulse Key, Always Enabled. Ich denke, das bedeutet, ich kann im Spiel eine Taste drücken und dann macht es einmal BUM, eine Schallwelle. Denn, Press Calibrate and Follow Instructions hier. Erstmal muss ich ganz leise sein, dann muss ich wispern, tuscheln, also flüstern und dann muss ich ganz laut sein. Also, passen wir mal auf. Ah ja, jetzt muss ich auch noch laut sprechen. Also, ich habe ein sehr lautes Organ. Okay, gut. Ich denke, für eine Demo, das wird wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten dauern. Ich bin gespannt. Ich habe schon mal zu einem Spiel was gesehen und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das sowas wie ein Prequel, also eine Vorgeschichte. Oh Mann. Ich habe extra das Spiel nochmal für mich leiser gemacht, weil das sonst ziemlich laut wäre, aber hoffentlich war das eine gute Entscheidung. Also ein Spiel, wo es drauf ankommt, laut oder leise zu sein oder bei dem man gut hören muss. Das ist interessant. Wer war denn los? Hast dich aufgehangen, was? Reagiert nicht? Wollen Sie mich vergageiern? Auf Antwort. Ich warte. Das kannst du mir nicht verkaufen nach der schönen Einlage hier, die ich gemacht habe. Dieses Intro. Willst du mir jetzt hier abnippeln? Ah, es geht doch. Ein bisschen gemein muss man werden. Also. Da hatte wohl jemand die Augen nicht beim Fahren aufgemacht. Ja, ich sehe aber noch gut. Aber vielleicht verliere ich ja meine Augen, meine Sicht. Moment, es wird jetzt dunkel? Alter, oh, das ist laut. Move mouse to look around. Use VRST to move around. Okay. Und zu die Tür. Wo? Wie bin ich hier entlang gekommen? Ganz ehrlich, hier war doch nur ein Weg. Hä? Eine Flasche? Moment. Ah, die brauche ich wahrscheinlich dann für den Blut. Oh, hier ist es dunkel. Hallo! Speak into the microphone to make a sound pulse. Du, 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 du. Hallo. Hallo. Ich rufe die Tiere des Waldes, mir zu helfen. Tap space to make a small sound pulse. Hold and release space to make a larger sound pulse. Hello? Hallo? Rose? Deine Frau? Deine Freundin? Deine Tochter? Und jetzt kann ich auch die Ah, das ist wahrscheinlich gut, um Feinde abzulenken. Oh. Es wird wirklich darauf ankommen, ob ich flüstere. Ruhe da oben! Oh, Entschuldigung, ich will ja leise sein. Ob ich nun leise bin oder laut. Hello?
Hallo? Use left mouse button to interact with pickups row objects. Anscheinend im Moment ist nicht viel los. Ich glaube, ich hätte es doch für mich Laris erstellen sollen. Wo soll ich lang? Hallo? Der Uhu, warum ist er nicht in seiner Tube? Scheint ein Wasser weg zu sein. Achso, da komme ich gar nicht hin. Okay. Dann folgen wir mal dem Wasser. Ist ja klar, im Wasser machen wir mehr Geräusche. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm, 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 dumm. Und wodurch erkenne ich, ob Feinde in der Nähe sind? Hallo? Hallo? Da kann ich, glaube ich, lang, oder? Kann ich rennen? Ah, oh, ich kann schleichen, okay. Das ist gut, das wird mir wahrscheinlich noch erklärt. Ah doch, ich kann hier lang. Sehr gut. Und das ist auch der richtige Weg. Sieht echt interessant aus, hier nur das durch Echolot zu sehen. Oh, lass mich raten. Oh, das kann ich anschauen, okay, und... Ganz vorsichtig. Ich bin ein Trinker, ich brauche mal eine Flasche. Hallo? Ich möchte lieber ein bisschen leiser sein. In geschlossenen Räumen. Wo der Schall wirklich von allen Wänden abprallen kann. Okay. Hallo? Hallo? Das war definitiv ein Feind. Anscheinend ist es oder eher weg. Hörte sich an, als ein. Würde ein Baby schreien, aber das war so orange-rot. Oh. Ich habe eine Flasche ins Wasser geworfen. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Ah, verstehe. Ein längerer Impuls lässt mich mehr sehen. Okay, hier scheint etwas ausgebrochen zu sein. Etwas, was wahrscheinlich nicht raus sollte. Oh, Jesus. Hallo? Muss ich noch lauter sprechen? Hallo? Okay, da war nur eine Wand gewesen. Hallo? Da liegt was. Oder? Ist das was? Also, suchen wir unsere Tochter. Weil er jetzt die Puppe aufhebt und von Honey redet, dem Schatz. Oh Gott, es wurde mir noch nicht beigebracht, aber ich denke, ich soll in diesem Moment jetzt schleichen. Oder geht's hier gar nicht lang? Ah, da oben geht's lang, okay. Hallo? Nicht so laut, nicht so laut, mein Freund. Ich weiß ja, wenn ich leise bin,
Hört man mich nicht? Alter, ist das düster. Da kann ich ja lauter schneuzen. Ah, geht doch. Holy moly. Oh, wir sind also auf dem gleichen Weg wie dieses Etwas. Jesus. Hold left to crouch. Habe ich schon verstanden. Ein Schuh. Oh, ein Schuh. Den haben wir im Nu. Und nun gehen wir zu. Ja, hoffentlich lässt es uns in Ruhe. Okay, bloß geduckt bleiben. Ansonsten hau ich mir den Schädel an. Dann schrei ich Aua und dann weiß das Wesen, wo ich bin. Vielleicht ist es ja ein Monster, was so tut, als wäre es ein Baby, um fürsorgliche Wesen andere anzulocken. Oh. Seite der Wand. Ich bin nicht deine Mama. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Verfolgt es mich? Ich hoffe nicht. Wer oder was bist du? Es ist sehr geräuschempfindlich. Moment, ich will nur meinen Schuh holen. Danke. Wenn ich will, kann ich auch flüstern, wie eine Kirchenmaus. So, dass ich was sehe. Aber das Monster mich nicht sieht. Bin in ihm kommen. Ich denke, ich bin in ihm kommen. Das ist also dieses Wesen, vor dem wir uns hüten müssen. Noch lauter geht es. Boom! Oh, das ist schlecht. Loading. Und das war die Teaser-Demo. Oh komm, es wird gerade spannend. Das war knapp eine Viertelstunde. Okay, die Hälfte von dem, was ich gedacht habe. Oh Gott, Leute. Das war gut. Wie gesagt, ich hatte schon mal eine Demo, also ein Video, ein Let's Play zu einem anderen Spiel gesehen, was genauso die gleiche Spielemechanik hat und wahrscheinlich auch von der gleichen Person ist. Und das jetzt, also wir sind, ich glaube, ich versuche gerade das alles so rauszusaugen, was ich durch diese Demo gesehen habe. Also die Story wird wahrscheinlich sein, wir sind ein Vater, wir sind mit unserem Auto unterwegs, mit unserer Tochter im Schlepptau, haben einen Unfall und wir suchen sie. Warum ist die Tochter abgehauen? Hatte sie Angst oder wurde sie entführt? Und wir gehen in dunkle Gebiete, wo wir normal halt nichts sehen können, nur durch dieses Echolot. Wir sind halt Supermenschen, wir sind Fledermausmenschen. I am Batman! Ich muss aber nicht schauen, was bedeutet Stifled? Stifled, heißt das vielleicht so viel wie schleichend? Oder so? Und da hat die Sache, man kann es mit Mikrofon spielen. Man kann es, oder auch nur durch diese Pulsaktion oder so. Aber ich finde es mit dem Mikrofon, das hat nochmal eine eigene Sache, wenn man selbst entscheiden kann, ist man leise oder spricht man halt was. Jetzt am Schluss zum Beispiel,
wo dieses Wesen, dieses Baby, Honey, Honey Baby, Honey Baby Betcher, Honey Baby, Betcher Baby, keine Ahnung, sah aus wie eine entstellte Kreatur, die sehr empfindlich auf Geräusche reagiert und daher, das am Schluss, oh Backe, und da muss man sich dann wahrscheinlich durchmanövrieren, ohne dem Wesen zu begegnen. Und das kommt am 13. Dezember raus. Also in dem Zeitraum, wo ich dir jetzt die Demo gespielt habe, ist es jetzt schon draußen. Ganz ehrlich, das wäre ein interessantes Spiel zu Let's Playen. Vielleicht entscheide ich es zu machen oder ihr gebt mir ein bisschen Feedback zu diesem Video und sagt, ob ihr gerne ein Let's Play davon von mir sehen möchtet. Ich meine, ich finde es halt wirklich interessant. Normalerweise ist es ja so bei Horrorspielen, man ist ja sowieso schon leise, aber hier ist es so, dass man muss leise sein, um zu überleben und man darf nur die notwendigsten Geräusche machen. Bei anderen, da kann man sich's aussuchen. Hier hat man nicht wirklich die Wahl. Oh. Und wäre das Gebiet immer nur hier diese Kanalisation? Wahrscheinlich nicht. Manchmal wäre es wahrscheinlich in einer Tropfsteinhöhle. Das könnte ich mir gut vorstellen. Tropfsteinhöhle, wo immer pling, plang, pling. Oder vielleicht, wo noch? In der Grölle, in so einem Berg. Wo da immer der Wind durchzieht, wo man vielleicht durch den Wind was sieht. Ich habe ja schon ein paar andere Spiele auch gesehen, wo eine ähnliche Spielmechanik haben, wo man nichts sieht und nur durch Geräusche was hat. Ich glaube, es gibt auch das Spiel, das hieß Echo. Das ist dann auch so ein bisschen Horror, wo man halt auch Monster ausweichen muss. Ich finde sowas interessant, einfach im Vergleich zu anderen Horrorspielen eine ganz andere Thematik. Wo es auch darauf kommt, gut zu hören, leise zu sein. Und die Grafik, was sieht man da? Das ist eher schwarz-weiß, aber halt diese Vorstellung, wir können nicht sehen, aber einfach durch den Klang unserer Stimme können wir etwas hören. Besonders, es bestand nicht wirklich eine Gefahr. Ich meine, dieses Wesen war auf der anderen Seite dieser Wand, aber dennoch habe ich Angst gekriegt. Ich wollte kaum was sagen. Ich wollte lieber nur flüstern. Ja, weil ich wirklich Angst hatte, dass es vielleicht doch noch durch die Wand bricht, weil wenn es durch Gitterstäbe brechen könnte, wer würde mir vergewissern, dass es nicht auch durch die Wand brechen könnte? Nun, meine Damen und Herren, das war mein Let's Play zu dieser Demo und mein kleines Feedback dazu. Wie hat es Ihnen gefallen? Hat es Ihnen gut gefallen? Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Hat es Ihnen nicht so gefallen, dann schreiben Sie mir auch gerne so, aber sagen wir mal über der Gürtellinie. Zum Beispiel einfach nur sagen, das ist blöd. Begründung und auch gute Begründung. Also, dass wir sozusagen eine schöne Diskussion... Aua, hat mir auf die Zunge gebissen. Aua. Dass wir eine schöne Diskussion machen können. Ein bisschen hier über das Spiel reden, das möchte ich ja auch gerne machen. Ich bin offen dafür. Aua, jetzt habe ich mir wirklich wehgetan. Ja. Zum Glück war das nicht im Spiel gewesen. Nicht, dass ich auch mal... Nun denn, und dann würde ich mal sagen, meine Damen und Herren, man sieht sich im nächsten Video wieder. Es würde mich freuen, mal sehen, was ich mache. Ich hatte noch eine Demo geplant und noch dann was anderes, jetzt als Abwechslung für Fahrenheit in Eco Prophecy. Und bis dahin, ja, meine Enten waren auch immer mal besser gewesen, aber ich kann gute Enten zeichnen. Ente kochen, nicht so, aber naja. Bis dahin, ihr 93 Trovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.